Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Rumpelkammer. Zu Beginn unserer heutigen Filmkramerei möchte ich Sie an einen heiteren Film erinnern, der den Titel hat Glück im Schloss. Schloss muss sein. In diesem Schloss wohnt ein alter, hypochondrischer Junggeselle, der ständig Streit hat mit seinem Hausarzt, der gleichzeitig sein Freund ist. Dieser Hausarzt wurde gespielt von Friedrich Ettel, der Sekretär des Schlossherrn von Eduard Wesener, und der Schlossherr selbst war der herrlich skurrile Richard Romanowski. Du, Donnerwetter, die ist unbeschreiblich, nicht wahr? Weißt du, an was ich immer denken muss, wenn ich so eine zarte, duftende, hellhäutige Rose sehe? Na? An Frauen. Du brauchst nur von Frauen zu sprechen, schon bist du ein anderer. Du hättest heiraten sollen. Was hätte ich davon? Vielleicht eine glückliche Ehe, wie ich. Vielleicht Kinder, wie ich. Fängst schon wieder mit deinen Kindern an. Na, aber solche Kinder wie meine Kinder. Gibt's noch viele Kinder. Andere Leute haben auch Kinder. Na, aber du hast keinen und brauchtest welche. Ich brauche keine, aber ich hab welche. Was? Du hast Kinder? Ja, damit du es endlich weißt. Wo sind denn deine Kinder? Verstreut. In ganz Europa. Warum hast du denn die Mutter nicht geheiratet? Du ratest mir wohl zur Vielweiberei, was? Bin ich ein Türke? Rudolf, da kümmerst du dich denn gar nicht um deine Kinder. Wieso? Ich zahle. Kennst deine Kinder gar nicht? Nein. Aber wenn du noch einmal von deinen Kindern anfängst, da so heul ich dir die Beine mir. Oh, no, lass die Kacke aufstehen. Recht geschiffen, du. Du, ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern. Und du schrei dich tot, sauf dich tot. Du gehst nicht. Ich werde erst einmal zeigen, wie ich mich tot schreie, wie ich mich tot saufe. Ich werde dir beweisen, du Obervater, du Familienzimpel, damit du mich endlich einmal in Ruhe lässt. Ich werde dir schon zeigen. Komm her, Herr Beck. Ich werde dir schon zeigen. Hallo? Ich bitte, bestellen Sie mir sofort 200 Flaschen Rotwein. Du denk an deine Geschichte. Omar. Jawohl. 200 Flaschen. Du wirst was erleben. Und wie viele Kinder habe ich bitte? Du hast zwei. Ich habe drei. Was, drei? Die müssen auch bestellt werden. Was? Die Kinder soll ich kommen lassen? Was? Wie? Bei dem Dienst weiß man nie, soll man es daher, habe ich sie, redet er nicht, habe ich sie, hoch ich wieder nicht. Hallo? Aber Herr Baron, wie soll ich denn das machen? Bestellen Sie sie, fahren Sie los, machen Sie, was Sie wollen, das ist Ihre Sache. Fliegen Sie und unternehmen Sie, was Sie wollen. Die Kinder müssen her, ja. Hallo, und noch 10 Flaschen Cognac. 100 Flaschen. Jawohl, Herr Baron. Einen ganzen Waggon. Verzeihen Sie, es ist sonst nicht meine Art, fremde Damen anzusprechen, aber... Ja, warum tun Sie es denn dann? Warum? Ich will Sie nicht stören, Fräulein. Ja, warum tun Sie es denn dann? Weil ich da oben nicht lesen kann. Glauben Sie vielleicht, ich kann lesen, wenn Sie mich da immer anöden? Aber Fräulein, ich suche doch jemanden. Aber bitte, dann suchen Sie doch weiter. Fräulein, ich bitte Sie um eine Auskunft. Wohnt hier Annie Siebert? Ja. Wo? Oben rechts. Danke. Bitte. Immer. Vermutlich, damit jemand aufmacht. Aber es kann niemand aufmachen. Warum nicht? Weil Fräulein Annie Siebert nicht zu Hause ist. Woher wissen Sie denn das? Weil ich Annie Siebert bin. Ach so. Na, hören Sie. Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Warum haben Sie mich denn nicht gleich gefragt? So, also Sie suchen mich. Sie sind also ein Detektiv. Haben Sie was verbrochen? Mein Name ist Leinert. Gestatten Sie, dass ich mich da ein bisschen zu Ihnen setze? Ja, bitte schön. Machen Sie sich nur bequem. Dankeschön. Sitzen Sie immer auf der Treppe, wenn Sie lesen? Selten. Aber heute habe ich leider meine Schlüssel vergessen und es ist niemand zu Hause. Ach so. Ich habe Sie wohl sehr gestört in Ihrem Roman, wie? Ja, aber das macht nichts.
Und Roman ist es keiner. Sondern? Hey, warum sind Sie denn eigentlich gekommen? Ach so, ja. Also, ich komme von Ihrem Vater. Von meinem Vater? Ja. Sie haben nämlich einen Vater. Ah, ist ja nicht möglich. Ich habe gedacht, ich bin vom Mond runtergefallen. Hat aber lang auf sich warten lassen. Was will denn mein Herr Vater? Er möchte gern, dass Sie ihn besuchen. So, jetzt auf einmal? Na ja, so ist er nun mal. Wie denn? Wie ist er denn eigentlich? Ach, er ist ein reizender Mann. Ein sehr vornehmer Mann. Na ja, meine Mutter war auch vornehm. Die war Solotänzerin bei der Oper. Wieso war? Na ja, sie ist doch längst tot. Ja. Ich lebe doch hier bei meiner Pflegemutter. Ich glaube, Ihr Vater wird sich sicher sehr freuen, wenn Sie kommen. Ja? Ja. Er hat ein Schloss. Ein Schloss? Schloss. Und einen wundervollen Park. Ja. Und großes Personal. Mm. Und noch furchtbar viel Geld. Glauben Sie? Na, er kann sich aber erst freuen, wenn ich überhaupt komme. Ach, aber Sie werden doch kommen. Das junge Mädchen, das der Sekretär als Erste aufsuchte, haben Sie sicher erkannt. Es ist Luise Ulrich in einem ihrer ersten Filme. In diesem Monat jährte sich ihr Geburtstag zum 75. Mal. Durch ihre erfrischende Natürlichkeit, die sie auch in ihren Altersrollen behielt, war sie beim Publikum sehr beliebt. Hier spielt sie nun die eine Tochter des Schlossherrn, die der Sekretär zusammen mit noch einer anderen Tochter und einem Sohn auf das Schloss bringt, allwo sie ihren bisher nicht gekannten Vater völlig durcheinander bringen. Neben der Ulrich spielt G. Christi die andere Tochter und Erik Ode den Sohn. Und nun wollen wir mal sehen, wie die drei zunächst den peinlich gehüteten Schlossgarten in ihren Besitz nehmen. Was gibt's denn da? Oh, nichts. Nichts? Was gibt's denn? Himmel und Zwirn! Das kann passieren. Meine Blume! Oh Gott, weine man nur nicht. Hey da, ihr! Das Betreten des Rasens ist verboten. Hallo, was macht ihr denn da? Wir pflücken Blumen! Hallo! Die machen ja aus meinem Haus einen Pool, einen Stall, eine Ruine direkt. Diese Apachen, diese. Aber Herr Baron, früher oder später erben die Kinder ja doch alles. Sie sind auch ein Herzchen von einem Gemüt. Meine beiden Schwestern und ich haben uns entschlossen, zunächst probeweise hier zu bleiben. Bitte schön. Aber nur mit Bewährungsfrist. Bitte schön. Die ganze Wiese. Ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen, dass diese Blumen sowieso mir gehören. Trotzdem bin ich leider gezwungen, mich bei euch zu bedanken. Also jetzt wäre nur noch die Anrede zu besprechen. Anrede? Naja, wir müssen Ihnen nur irgendeinen Namen geben. Herr Baron ist doch etwas zu förmlich. Na, wenn ihr schon entschlossen habt, hier zu bleiben, möchtet ihr dann nicht vielleicht doch Vater zu mir sagen? Na, so intim sind wir noch nicht. Nein, das ist noch viel zu früh. Diesen Titel müssen sich erst verdienen. So. Ich schlage vor, wir nennen ihn Direktor. Captain. Vielleicht Ahnherr. Oberbonze. Nein. Er hat uns Indianer genannt. Wir wollen ihm Häuptling nennen. Sehr gut, bravo, Häuptling. Unser Häuptling erlebe. Huck. Damen und Herren, Kinder rufen schon, Herr Baron. Die Herren Kinder pfeifen und ich tanze. Ich komme. Wo sind hier die Erdbeermarmelade? Was heißt Marmelade? Hier, mein Junge, Braten, Gänseleberpastete, Spickei, das ist etwas für Männer. Moment, Herr
Moment mal, Häuptling. Ach, das gebe ich nicht. Aber das kommt ja gar nicht in Frage. Aber Häuptling, denk an deine Figur. Du bist doch wieder heute noch ganz fett, aber trotzdem ist meine einzige Freude. Du hast die Gicht, du sei ruhig. Ludi, wo ist denn das von mir bestimmte Frühstück für den Haupt... für das Haupt der Familie? Ja, wo ist denn das von meiner Tochter für mich bestimmte Frühstück? Oh, Pflaumen und Milch. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Damit du wieder ordentlich laufen kannst. Oh. Auf Milch und Pflaumen kann man laufen? Nur. Auf Milch und Pflaumen kann man nur laufen. Dass man von Milch und frischen Pflaumen gut laufen kann, kann ich mir lebhaft vorstellen. Und nun, meine Damen und Herren, möchte ich Sie in den Modesalon Frauenparadies einladen. Er ist der Mittelpunkt eines Films, der nach ihm betitelt ist. Einer der Kunden ist Georg Alexander und das dort angestellte, sehr hübsche Laufmädchen wurde gespielt von Hortense Raki. Und diese beiden kommen auf eine nicht ganz herkömmliche Weise ins Gespräch. Großartig, Kaffee. Geben Sie... Nein, der Kater, die habe ich Krise. Der Kaffee voller Magen. Lass mich jetzt mit dem blöden Kaffee in Ruhe. Ich habe andere Sorgen. Zürze. Besonders hübsches Modell. Ich erwarte dich zum Tee. Die Modelle werden der Gnädenfrau in die Wohnung geschickt. Zum Tee. Also Parkstraße 14. In Hessen. Jetzt haben Sie den Kaffee. Aber ausgezeichnet serviert. Jetzt werden Sie mit mir schimpfen. Aber ich schimpfe nicht. Schimpft mit Ihnen überhaupt jemand? Alle. Och Gott. Ach, jetzt haben Sie auch noch Gehirnerschütterung. Nein, ich nicht. Mein Gott, ich bin so dumm. Aber das kann auch sehr fesch sein. Sagen Sie, sind Sie auch ein Mannequin? Nein, ich bin die Eva. Also das Gegenstück vom Adam. Sagen Sie mir eins, kleines Fräulein. Haben Sie sich schon einmal richtig im Spiegel angeschaut? Nein, dazu habe ich keine Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit. Aber ich bitte Sie, Sie sind doch viel zu schad dazu, um anderen Mädeln den Kaffee zu holen. Sie müssen etwas Besonderes sein. Kann ich Ihnen nicht dabei helfen? Wissen Sie was? Essen Sie einmal mit mir zusammen Abendbrot. Ich esse bei meiner Großmutter. Ach, Sie haben meine Großmama? Da können Sie aber froh sein. Sie sind ja reizend. Oh, pardon. Bitte, bitte. Hoffentlich sind jede Frau zufrieden und beehren uns bald wieder. Ich bin ausgezeichnet bedient worden. So, na, ich auch. Auf Wiedersehen. Ich empfehle mich bestens, meine Herrschaft. Und nun möchten Sie sicher wissen, wie es nach der Ohrfeige weitergeht. Also, das Frauenparadies steht kurz vor der Pleite, was seinen Prokuristen, gespielt von Leo Slezak, recht sorgenvoll macht. Aber da beschließen die Mannequins, da sie alle arbeitslos würden, wenn die Firma in Konkurs geht, den offenkundig recht begüterten Kunden Georg Alexander zu bitten, das Geld für die unbezahlten Rechnungen vorzustrecken. Aber wer soll es übernehmen, zu ihm hinzugehen? 16.650 Schilling und 50 Groschen. Herr Holub, was geben Sie denn? Ich gebe meinen Segen dazu. Der ist jedenfalls billiger. Aber meine Damen, Sie halten mich wohl für einen Millionär. Seit Monaten habe ich schon auf mein Gehalt verzichtet. Habe eine Frau zu ernähren und was für eine Frau. 7 Kinder und mit einem fühle ich mich unterwegs. 3 alte Tanten, na und meinen Kanarienvogel und die beiden Stieglitze kann ich doch auch nicht verhungern lassen. Meine Damen, Sie sehen in mir den typischen Fall eines schwer überprüften Buchhalters. Servus, meine Damen. Fräulein Heller, schreiben Sie mich mit 20 Schillingen auf, abzüglich 5% Kassaskonto. Habe die Ehre, meine Damen. Man müsste einen reichen Mann anpumpen. Gibt's denn das noch? Ja, aber wen? Wen denn nur? Kinder. Ich hab's. Mühldorfer. Der hat doch so viel Geld. Wir werden ihm einen Brief schreiben. Großartig. Wir schicken Eva damit hin. Ja, bis das Hinausfliegen vom Einkassieren gewöhnt. Eva! Ich gehe nicht.
Wen darf ich melden? Ich werde erwartet. Sehr wohl. Bitte. Einen Moment. Eine Dame? So spät? Wir erwarten doch gar keine Dame. Ist sie hübsch? Ich sagte ihr bereits, dass Sie zu Hause sind. Ach so. Melden Sie mir aber auf jeden Fall nachher, dass ich ins Theater gehen wollte. Sehr wohl. Man kann nie wissen. Hey, Frau. Womit kann ich Ihnen dienen? Kennen Sie mich denn gar nicht mehr? Doch, 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 natürlich. Ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor, aber ich weiß im Moment nicht, wo ich Sie hintun soll. Ich bin doch die Eva. Ach, die Eva. Aus dem Frauenparadies. Donnerwetter. Sind Sie böse, dass ich gekommen bin? Oh. Ist ein Astronom böse, wenn ein Stern vom Himmel fällt? Reizend. Sie haben sich inzwischen kolossal herausgemacht. Ach, bitteschön, das gehört nicht mir. Alles Frauenparadies. Was denn? Sie haben doch nicht etwa die... Ich pass schon auf, dass nichts passiert. Reizen. Aber bitteschön, wollen Sie dieses Frauenparadies nicht ablegen? Ich hab wenig an, aber bitte, ich leg auch ab. Na, reizen. Ganz reizen. Bitteschön, wollen Sie nicht Platz nehmen? Dankeschön. Vielleicht nehmen Sie eine Zigarette? Nein, danke, ich rauch nicht. Richtig. Aber vielleicht einen Likör? Nein, ich trinke nicht. Also, da Sie schon so überraschend hier erschienen sind, wollen Sie mir nicht sagen, welch glücklichem Zufall ich die Freude Ihres Besuchs zu verdanken habe? Sie haben mich doch zum, na, zum Souper eingeladen. Ich? Ja, 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 doch. Richtig, natürlich, das hatte ich ganz... Bitte ein zweites Gedeck. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin ein bisschen vergesslich, ja? Ich hatte Sie... Und jetzt bin ich da. Ja, jetzt sind Sie da. Schöne Bilder. Muss doch sicher alles sehr kostbar sein. Oh, das ist nicht so schlimm. Schauen Sie, ich habe mir diese ganze Sammlung habe ich mir vom Mund abgespart, ja? Ist es serviert? Dankeschön. Darf ich bitten? Herr Generaldirektor, wollen nicht vergessen, ins Theater zu gehen. Der Wagen ist bereits vorgefahren. Lieber Freund, ich wollte nie ins Theater gehen. Sehr wohl. Mögen Sie nicht ein Glas Wein probieren? Ich habe hier einen ausgezeichneten 1911er. Ah, da kriege ich einen Schwips. Da kriegen Sie es mit meiner Großmutter zu tun. Die kann nämlich nicht leiden, wenn jemand trinkt. Wahrscheinlich hat sie schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Großvater. Fein. Geben Sie mir noch ein Glas. Aber gerne. Schließlich bin ich doch die Enkelin von meinem Großvater. Na? Schöne Musik. Gefällt es Ihnen? Mhm. Wenn Sie Spaß dran haben, dann... schenke ich Ihnen solch einen Radioapparat. Haben Sie denn so viele? Ja, kolossal viele. Ich habe eine Fabrik, da werden diese Radioapparate gemacht. Gehen Sie einfach hin, suchen sich einen aus und tragen ihn weg. Werden denn bei Ihnen die Radios nicht gezählt? Ach, Sie sind ein entzückendes kleines Mädchen. Ich möchte Ihnen furchtbar gerne eine Freude machen. Sagen Sie, haben Sie nicht irgendeinen Wunsch? Also, was möchten Sie? Na los, fordern Sie, ungeniert. Ich brauche 16.650 Schilling und 50 Groschen. 16.650 Schilling? Und 50 Groschen. 50 Groschen. Sagen Sie mal, wozu brauchen Sie so viel Geld? Das kann ich nicht sagen. Für Ihre Großmutter?
Doch nicht etwa für Kleider und Schmuck? Nein, nein. Überhaupt nicht für mich. Ach so. Für einen Mann? Sagen Sie sich, kleines Fräulein, was denken Sie sich eigentlich? Da kommen Sie ganz einfach zu mir um 16.650 Schillinge. Sie haben doch gesagt, ich soll... Wissen Sie denn, was 16.650 Schillinge für eine fantastische Summe ist, wenn es verdient werden muss? Ja, aber Sie können doch Ihr Geld sicher vielleicht zurückkriegen. Ach, was Sie nicht sagen. Ich muss das Geld haben. Sie müssen das Geld haben. Kann man halt nichts machen. Groschen, sagten Sie. Und 16.650 Schilling. Bitte schön. Sind Sie mir jetzt böse? Aber gar nicht. Herr Mühldorfer, bitte verstehen Sie mich. Ich habe kommen müssen, weil ich... Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Sie haben mir einen reizenden Abend verschafft und ich bin Ihnen sehr dankbar. Darf ich Sie nach Hause fahren lassen? Nein, bitte nicht. Wegen der Großmutter. Ach, grüßen Sie Ihre Frau Großmama recht schön von mir. Ich habe solche Angst vor Ihnen gehabt. Und Sie waren so nett zu mir. Kleine Eva, lesen Sie in Zukunft bessere Romane. Ich bin eine Operettenfigur. Stimmt. Dieser Film wurde nämlich nach der gleichnamigen Operette von Robert Stolz gedreht. Denn wo würde sich wohl jemand finden, der eine derartige Summe vorstreckt, nur weil ein kleines Laufmädchen so hübsch ist? Und das ist sie wirklich, die Raki. Und die Szene mit Alexander hat sie besonders reizend und humorvoll gespielt, weswegen wir sie uns auch angesehen haben. Es war übrigens der erste Film von Hortense Raki, die später dann von 1956 bis 1961 Mitglied des Deutschen Theaters in Berlin war, bevor sie wieder in ihre Heimatstadt Wien zurückkehrte. Ja, und nun und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen gleich auf einmal drei Komiker offerieren. Heinz Rühmann, Theo Lingen und Hans Moser. Was sagen Sie nun? In dem Film Der Mann, von dem man spricht, spielte Rühmann einen jungen Mann, er war damals jung, denn der Film ist alt, der sich in die Tochter eines Zirkusdirektors verliebt hat und nun unbedingt Artist werden will. Und nun probiert er zusammen mit seinem Diener, er hat einen Diener, warum weiß ich nicht, wahrscheinlich weil Theo Lingen ihn spielte. Also mit dem probiert er mehrere Zirkusnummern. Und wie das vor sich geht, das können Sie sich unschwer vorstellen. Und nun sehen wir es uns an. Hepp! Hepp! Darf ich Ihnen vielleicht mal vormachen? Nein, das hören Sie jetzt nicht. Wir haben die ganze Zeit, die ganzen Worte mir das vorgemacht. Jetzt möchte ich endlich mal alleine etwas. Ich setze dich in die Loge, könntest du sehen. Vor. Also. Also albern von Ihnen, von vorher zu applaudieren, war mir ja nervös. Nachher. Also, jetzt da. Und? Hey! Was wolltest du mir sagen, Papst? Ein Moment, gleich kommt's wieder. Da schau dir mal an, wie das Ding hier wackelt. Schau dir das mal an, es ist eine Unverschämtheit von den Leuten da oben. Hast du mir das zu sagen, hast du mich rufen lassen? Nein, mein Kind, ich wollte dich was fragen, aber sag es mir ehrlich. Triffst du dich etwa heimlich mit diesem Zoologen? Leider nicht, Papst. Das ist ein Glück. Ja, jedenfalls wird das auch nicht Wagner unserer Unterredung neulich. Oh, Papst, der wird sich schon noch bemerkbar machen. Das macht mich doch verrückt. Ja, selbstverständlich. So, bitte schön. Hallo? Hey! Hey! Hey!
doch ein bisschen hoch, ne? Ein bisschen hoch? Ne? Geht schon. Hoch, hoch. Kann sie absprechen, nicht gestört werden. Diesem Trick schweigt selbst die Musik im Theater. Bitte machen Sie jetzt auf, ich habe mit Ihnen dringend zu sprechen. Sie demolieren ja das ganze Haus. So, wollen Sie jetzt aufmachen oder nicht? Wegräumen. Nächste Nummer. Kraftakt. Kann ich mehr. Was? Nein, kann ich mehr. Na, hören Sie mal. So was Ungefährliches. Hat überhaupt keine Unterstützung mehr von Ihnen. Was haben Sie die ganze Zeit hier oben gemacht? Der Zirkusdirektor wird gespielt von Heinz Salfner und seine von Rühmann geliebte Tochter von Gusti Huber. Aber nun geht Rühmann in den Zirkus und erklärt sich bereit, die Löwendressurnummer zu übernehmen. Und was dabei passiert, das lässt sich nicht schildern. Und das sehen wir jetzt. Aber sagen Sie sich, dass ich mal eine Kraft anziehe, was? Reizen Sie das gut. Da machen Sie morgen früh eine kleine Probe und abends führen Sie Ihre Nummer vor. Was? Gut. Haben Sie keine Angst. Sie können die Löwen ruhig vor. Ich? Ja. Gut, das ist großartig. Na? Was? Meine Herren Kollegen, das werde ich nicht zu bereuen haben. Die Sache lasse ich mir was kosten. Danke. Wir machen eine Probe gleich. Mache die ganze Nummer vom Carasso. Was? Merkt kein Mensch, dass da ein Mensch drin steckt. Dass Carasso uns verlässt, das passt dir. Ja, das ist wunderbar. No, so wunderbar ist es gerade nicht, denn ich verliere mit ihm meine stärkste Attraktion. Ja, das ist allerdings schrecklich. Ja, schrecklich ist auch wieder nicht. Ich habe bereits einen neuen Dompteur. Ist alles in Ordnung, nicht? Ein Debütant. Niemand kennt ihn, außer uns beiden. Außer uns beiden? Wer ist es denn? Ein ehemaliger Zoologe. Toni? Mathis. Sie haben es also doch erreicht? Du, Bab, du, das tut da alles nur... Dir zu lieben. Du bist ein Halbverrückter. Was ist denn? Was haben's denn? Das sind die Löwen. Wer? Koffer! Was? Koffer, ich fahre zu dir! Was? Zu dir Löwen! Hey, warte mal! Guck, guck, guck! Abmann! Man hat uns eingeschlossen! Was? Aber ich bin doch ganz ruhig, aber Nerven wie Stahl. Ja, du pass auf, Toni, du musst nur immer die Tiere im Auge behalten. Ja, das tue ich ja auch. Hast du denn kein Vertrauen mehr zu mir? Doch. Schau mal, Bianca, was denn ein Löwe? Aus mir hat die Liebe doch selbst einen Löwen gemacht. Ja. Du bist wahnsinnig lieb. Ja, gib mir noch einen Kuss.
Wo ist er denn? Wo ist er, du Toni? Was? Toni, ich bitte, dich, das darfst du mir nicht antun. Onkelchen, Onkelchen, bitte dich. Du bist doch ein Kind. Ich bin kein Kind. Doch. Ich bin, sieh dieses Kostüm aus. Nein, schau mal hier, das ist meine Braut. Bitte die dich. Königin aller Königinnen. Bist du einverstanden? Ich bin ein, bitte, ich bin einverstanden. Aber ohne Löwen. Ja, aber schau, ist er nicht tapfer? Ist er nicht ein Held? Ach, das ist kein Held. Das ist ein Frevel. Aber ein Held ist man wie eine, Gediegel. Komm, Onkel, nein, hör mich. Ich muss dir was. Bianca, entschuldige, einen Moment. Onkelchen, hör mich an jetzt. Du. Die Löwen sind nicht echt. Nein, du willst mich nur beruhigen. Nein, Ehrenwort. Du gibst ihm? Ja? Ehrenwort. Du bist einverstanden. Da bin ich einverstanden. Ja. Da bin ich einverstanden. Bianca, ja. Gib mir noch einen Kuss. Ja, bitte. Aber geht zu den Löwen! Schön. Nach Ihnen, Elektra. Ja. Entschuldigung. Für alle Fälle, haben Sie eine Waffe? Nein. Dann nehmen Sie meine. Aber braucht doch keinen Revolver, ist der Albern. Stecken Sie weg. Das gefällt mir an Ihnen. Du bist ein wackerer Kerl. Danke. Na, also ein Beinbruch. Danke. Auf die Tiere wird nicht geschossen. Jawohl. Auf keinen Fall. Jawohl. Aber wir kennen uns. Entschuldigung, dass ich Ihnen Sportanzug hatte. Ein Prachtjunge, Ihr Neffe. Ja, Der Bengel ist großartig, wie der die Tiere anfasst. Ach, bin ich auch beruhigt. Ich war so aufgeregt. Ich nicht. Na, Sie waren auch ja, aufgeregt. Anfangs, aber dann ich flüstere. So gut, wie echt. Sind das Lilliputaner, die da drinnen stecken in den Häuten? Wie? Das sind ja, die normale Menschen kennen ja das. Sie sind ja viel zu groß. Die hier, die sind gut. Doch keine Lilliputaner sein. Nein, die haben ja nicht die Kraft. Das Mittelstück wäre ich neugierig. Ist das mechanisch? Wie? Nein, sonst könnt ihr ja nicht darauf reiten. Er ist ja von Jugend auf dran gewöhnt. Das ist das Mittelstück. Dann ist er ein Gautschukmann. Das ist ein Gautschukmann.
warum bist du nicht drin? Still, in den Laufgang. Du löwigst echt. Und die anderen? Waren die anderen auch? Was hat er denn? Was ist denn? Jetzt wird er nicht fertig mit Dicky? Ruhig, Toni, ruhig. Ja. Nur keine Angst zeigen. Ja, du hast leicht reden, du bist ja draußen. Der kommt mir nach, du. Der kommt mir nach. Lachen Sie nicht. Warum? Die anderen geschworen, dass sie glauben, die Löwen sind Kautschukdinger. Ja, Kautschuk. Ich bin Künstler. Ich gehe nicht. Gratuliere ich den Schauspielern. Dass Rühmanns entnervter Onkel Hans Moser war, brauche ich Ihnen wohl nicht extra zu sagen. Und darum tue ich es auch nicht. Übrigens, die Aufnahmen im Löwenkäfig waren zum großen Teil Trickaufnahmen, wie Sie sicher gemerkt haben. Aber ab und zu war Rühmann doch auf Tuchfühlung mit den Löwen. Und das bewundere ich. Ich hätte mich nicht getraut. Meine Damen und Herren, ein Mann, dessen Name in die Reihe der großen Filmregisseure unseres Jahrhunderts gehört, wäre in diesem Monat 80 Jahre alt geworden, Wolfgang Staudte. Er starb im Alter von 77 Jahren. In seinem Hauptwerk hat Staudte immer wieder ein Thema aufgegriffen und in enger Beziehung zur Wirklichkeit variiert. Die geistige Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus, mit spießbürgerlich-preußisch-deutschem Untertanengeist und nationalistischer Großmannssucht. Ich möchte Sie an zwei Staudte-Filme erinnern, die von Form und Inhalt her sehr unterschiedlich sind. Zuerst an einen Film, der heute, über 30 Jahre nach seiner Entstehung, noch immer auf den Spielplänen der Filmtheater steht. Die Geschichte vom kleinen Muck, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Dieser von den Kindern so sehr geliebte Film wurde von Staudte im Jahre 1953 bei der DEFA gedreht. Vielleicht in Erinnerung an die Tätigkeit von Staudte beim Rundfunk in den Jahren seines Spielverbots durch die Nazis, bei der er sich auf Märchensendungen spezialisierte. Der kleine Muck wurde und war ein großer Erfolg und zeigt Staudte als einen Beherrscher filmischer Fabulierkunst. Sehen wir daraus jene Szene, in der der kleine Muck auf der Suche nach dem Glück zu der wunderlichen alten Frau kommt, die mitten in der Wüste in einem seltsamen Haus mit schier unzähligen Katzen wohnt. Tode Hesterberg spielte diese Katzenmutter und der damals kleine Thomas Schmidt den kleinen Muck. Dass ich dich endlich wieder habe. Und so ein kleines Kerlchen hat mir mein Ibrahim wiedergebracht. Wie soll ich dir denn da danken, mein Kleiner? Gib dir zu essen und zu trinken. Ja, zu essen sollst du haben. Zu trinken sollst du haben. Gold und Edelstein sollst du haben. Sollst es so gut haben, dass du nie wieder von dir fortgehen willst. Komm nur, mein Kleiner. Abriegeln, weißt du? Bestehlen sie mich. Meine Schätze sind so kostbar. Und die Menschen sind so böse. Bin ich auch in die einsame Wüste gegangen. Ja, was wollte ich denn noch? Mir zu essen geben. Ja, aber kommt nur erst herein.
habt ihr euren Ibrahim wieder. Jetzt braucht ihr nicht mehr zu weinen. Schwesterchen. Du, mein Ibrahim, du darfst das nie wieder tun. Sonst ertrink ich noch in meinen Tränen, mein Ibrahimchen. Ach, was wollte ich denn noch? Hier zu essen gehen. Ja, du kannst mit den Katzen essen. Aber staunst du nicht über diese Pracht hier, mitten in der Wüste? Hier, sieh, echtes Gold vom Sultan. Hier, diese Perlen vom Großvisier. Und da, die Salbentöpfe vom Fürsten der Wüste, um meine Schönheit zu erhalten. Hier, da, komm, komm. Siehst du diese Rosen, die auf meinen Befehl erblühen? In einem indischen Ratscha, pass auf. Aber sie waren alle böse. Schlimmer als die wilden Tiere in der Wüste. Dann habe ich die Menschen auch verlassen. Was wollte ich doch noch? Mir zu essen geben. Du kannst warten. Ein kleiner Junge sollte bescheidener sein. Du bist eintöniger als die Wüste. Mir zu essen geben, mir zu essen geben. Weißt du denn nur diesen einen Satz? Kämme Ibrahim. Das arme Tier ist 3 Tage nicht gekämmt worden. Ich bereite inzwischen das Essen. Das wirst du aber lernen müssen, die Katzen auseinanderzuhalten. Da, hier. Wenn du erst länger da bist, dann wirst du sehen, sie sind dankbarer als die Menschen. Versuchung kommst, meine Katzen zu schlagen oder gar davon zu laufen. Zu Tisch, meine Lieblinge, ich bitte zu Tisch. Möge es euch gut bekommen. Und du passt mir auf die Katzen auf, dass sie nicht raufen, dass sie auch alle satt werden. Ihm nicht zu viel weg. Wir sind nämlich hungrig. Dass du mir keine Vase zerschlägst oder sonst irgendetwas an dich. Und dass du dir nicht etwa einbildest, du könntest weglaufen. Du würdest dir die Füße verbrennen im heißen Wüstensand. Hier keine Oase, weit und breit. Und der König der Wüste, der Löwe, lauert dir auf. Thank you.
Sie sind eben doch zu groß. Mitarbeiter an diesem Film erzählen, dass für diese Szenen 50 Katzen benötigt wurden, die im richtigen Moment vor die Kamera zu bringen, bestimmt keine leichte Aufgabe war. Denn die sind doch bestimmt immer dahin gesprungen, wo sie nicht sollten. Aber zum Schluss hat es ja dann doch geklappt. Und nun möchte ich Ihnen einige Szenen aus einem Staute-Film zeigen, der zu seinen besten und international erfolgreichsten Filmen gehört. Die filmische Adaption von Heinrich Manns Roman Der Untertan, den Staudte im Jahre 1951 bei der DIFA drehte. Diese geschliffene Satire auf eine dem Film angemessene Form zu bringen, ist Staudte in hervorragender Weise gelungen. Der Untertan wurde ein Meisterwerk, das in seiner Geschlossenheit vielleicht bedeutendste von Wolfgang Staudte. Die Hauptfigur des Romans und des Films ist Dietrich Hässling, der Sohn eines Papierfabrikanten. Er ist der Prototyp des deutschen Untertans, ein nach oben buckelnder und nach unten tretender Lakai. Er wurde gespielt von Werner Peters. Sehen wir zuerst die Szene, in der Dietrich Hässling dem reichen Mädchen Guste Deimchen, gespielt von Renate Fischer, seine Fabrik zeigt. Und einer von Hässlings Arbeitern war in einer kurzen Szene Friedrich Gnas. Hallo! Fischer! Herr Doktor? Es fehlen noch 2 Minuten. Es ist genau 1 Minute drüber. Die Uhr geht falsch. Meine? Nee. Der war frech. Sozialdemokrat. Also das hier ist mein Maschinensaal. Imposant, was? Ich hatte mir das alles größer vorgestellt. Warten Sie nur. In 1-2 Jahren werden Sie staunen. Haben Sie das Geld dazu? Halt mal! Fischer! Herr Doktor? Was hatten die Vorderen oder Schürze? Das ist nicht von Ihnen, Herr Doktor. Die bekommt was Kleines. Kommen Sie mal mit. Ich will mal was zeigen. Wissen Sie, wo wir jetzt sind? Nein. Hier an dieser Stelle habe ich mal einen Arbeiter mit einem Mädchen ertappt. Wie die beiden gerade. Sie verstehen schon. Es war der Kerl, den Sie später erschossen haben. Also hier war das. Wie aufregend. Nicht? Hm. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie. Na, Sie haben gedacht, dass ich nicht so ohne bin, ja? Ihre ballumpigen Kröten. Oh, Kröten? Wo ich bare 350.000 Mark auf der Bank habe? Ach, lass doch. Wo ich doch so alleine bin? Na, jetzt nicht mehr. Dietrich Hässling heiratet dieses Dummchen, weil es reich ist.
Die Szenen seiner Hochzeit sind voll entlarvender Ironie und gipfeln in jener berühmten Szene, in der Hässling auf der Hochzeitsreise dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Nach Rom nachreist und sich ihm in grotesker Begeisterung sozusagen vor den Wagen wirft. Die Partner von Werner Peters sind Renate Fischer als das Dummchen von Ehefrau und Axel Triebel, der gleich zu Beginn die Hochzeitsrede hält. Was der Soldat zu tun und zu lassen hat, das steht im preußischen Exerzierreglement. Denken, unnötig. Das steht da und das tut man. Für Zivilisten, da gibt es ein ähnliches Buch, die Bibel. Die 10 Gebote sind sozusagen das Exerzierreglement für zivile Personen. Kamerad Hässling und verehrte Frau Dr. Hässling, handeln Sie danach. Und vergessen Sie in den Stunden höchsten Glückes ihn nicht, dem Sie alles zu verdanken haben. Ihn, der von Gott dazu ernannt wurde, sein Volk zu neuen Siegen und zu noch größerer Macht und Herrlichkeit zu führen. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas. Seine Majestät, unser herrlicher Kaiser. Hurra! 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 Herr Major. Nach Zürich. Hotelzimmer ist schon bestellt. In einer halben Stunde müssen wir uns hier unauffällig zurückziehen. Ja. Wünschen Sie Herrschaften häufig? Nein, danke. Vergessen Sie die Zeitung morgen früh nicht. Nein, nein, Herr Doktor. Guten Liebe Guste, bevor wir nun zur Sache selbst kommen, gedenken wir seiner Majestät, unseres allergnädigsten Kaisers. König in Rom. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, dient dieser Besuch der Vertiefung des Dreibundes zwischen Deutschland, Österreich und Italien. Die neutralen Länder verfolgen mit Besorgnis die Entwicklung der imperialistischen Bestrebungen Kaiser Wilhelms II. Mit Besorgnis. Kann ich mir denken. Guste! Ach, lass mich doch zufrieden! Du, der Kaiser fährt nach Rom! Na, lass ihn doch! Wir fahren auch hin. Steh auf! Auch! Aufsteher! Aufsteher! Aufsteher!
Lass ihn nicht, ich möchte abreisen. Bringen Sie mal den Koffer und helfen Sie mir ein bisschen, ja? Steh auf, Küste. Ach, oh, das Bett doch so schön. Komm mal, Koffer her. Der Kaiser fährt nach Rom. Dann steht er endlich auf. Was wünschen der Herr? Wird er hier nicht angeklopft? Die Tür ist hier aufgesehen. Wann fährt der nächste Zug nach Rom? Och, da haben Sie noch eine Menge Zeit. Der geht erst um 11.43 Uhr. Man war in Rom. Der Kaiser und sein Untertan. Majestät bestieg in diesem Augenblick die Staatskarosse. In entfesselter Begeisterung durchbrach Dietrich Hess die Schranken. Guste und das Gepäck waren vergessen. Der azurblaue italienische Himmel strahlte auf die beiden Majestäten, die sich in angeregtem Gespräch befanden. Da drang es an ihr Ohr, erst entfernter, dann immer deutlicher. Dietrich schwenkte seinen Hut und brüllte, dass die Herren im Wagen ihr Gespräch unterbrachen. Der Rechte neigte sich zurück und sie sahen einander an. Der Kaiser lächelte. Und einige Sekunden waren sie ganz allein miteinander. Der Kaiser und sein Untertan. Die Arbeit von Wolfgang Staudte bei der DEFA kann man im Rückblick als die zweifellos fruchtbarste und erfolgreichste seines künstlerischen Schaffens bezeichnen. Meine Damen und Herren, mit der Erinnerung an diesen großen Regisseur ist unser heutiger Rumpelkammerbesuch zu Ende. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und bin bis zu unserem nächsten Rumpelkammerbesuch mit allen guten Wünschen und einem herzlichen Auf Wiedersehen, wie immer, Ihr Willi Schwabe.